Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Top Trends. In diesem Video wollen wir uns die Blue Yeti tragbare Powerstation EB3A näher anschauen. Um herauszufinden, ob die EB3A von Blue Yeti die richtige für dich ist, solltest du dranbleiben und das Video bis zum Ende schauen. Gegenwärtig ist die beste Zeit für die Anschaffung einer Powerstation, denn es gibt eine Vielzahl von Geräten mit unterschiedlichen Kapazitäten, Wattzahlen, Anschlüssen, Größen und vor allem einer großen Preisspanne. Noch vor ein paar Jahren war die Zahl der Marken, die Stromaggregate verkauften, gering, was dazu führte, dass die Verbraucher gezwungen waren, sich für überteuerte Produkte zu entscheiden. Durch den verstärkten Wettbewerb zwischen den Marken hat man als Verbraucher nun viel mehr Möglichkeiten, die richtige Powerstation für das eigene Budget und die eigenen Bedürfnisse auszuwählen. In diesem Video widmen wir uns dem Blue Yeti EB3A 600 Watt tragbaren Generator. Dieses Gerät ist das exakte Ergebnis des Wettbewerbs, weil die EB3A Powerstation einen niedrigen Preis hat und dennoch einige unglaubliche Stromversorgungsmöglichkeiten bietet. Die Blue Yeti EB3A hat eine Stromkapazität von 268 Wattstunden, was für eine Powerstation eine ziemlich niedrige Kapazität ist. Die maximale Leistung von 600 Watt ist umso überraschender. Normalerweise wäre die Leistung in diesem Fall geringer, aber sie ist höher als bei den meisten anderen vergleichbaren Stromaggregaten. Wenn es darum geht, Geräte wie Laptops, Tablets oder Telefone aufzuladen, kannst du dennoch viele volle Ladungen erwarten. Viel mehr als bei einer normalen Powerbank, aber weniger als bei Ladestationen mit höheren Kapazitäten. Die meisten Handys können etwa 25 Mal voll aufgeladen werden, während Laptops und Tablets mit ähnlichen Akkugrößen etwa 5 bis 6 Mal mit dieser Blue Yeti Powerstation aufgeladen werden können. Mit der Blue Yeti EB3A kannst du dich also auf tagelange Zuverlässigkeit verlassen, wenn du sie ausschließlich zum Aufladen verwendest. Was die Kapazität betrifft, so kommt es bei der Stromversorgung von Geräten eher auf die Wattzahl der Geräte an, die du mit Strom versorgen willst. Mit der EB3A Powerstation mit einer Kapazität von 268 Wattstunden kann man ein 268 Watt Gerät eine Stunde lang mit Strom versorgen oder ein 1 Watt Gerät 268 Stunden lang. Aus diesem Grund ist die Leistung von 600 Watt gepaart mit einer Kapazität von 268 Wattstunden überraschend, denn bei den meisten Powerstationen liegen beide Werte im gleichen Bereich. Das ist nicht weiter schlimm, denn es handelt sich hier um eine leistungsfähige und preisgünstige Energiestation. Aber du solltest wissen, dass du beim Betrieb eines Geräts, das mehr als 268 Watt benötigt, nur etwa eine Stunde oder weniger Nutzungszeit erhältst. Ein Beispiel wäre etwa ein Mixer mit 500 Watt Leistung, den du dann etwa 30 Minuten mit der EB3A betreiben kannst. Die Anschlussauswahl der Blue Yeti EB3A Powerstation ist vielfältig und entspricht dem, was man von ihrer Kapazität und Leistung erwarten kann. Das Gerät verfügt über einen DC-Zigarettenanzünder-Anschluss, zwei DC-5521 Anschlüsse, zwei USB-A Anschlüsse, einen USB-C und einen AC-Anschluss. Außerdem gibt es auf der Oberseite eine kabellose Ladefunktion, die zwar kein Anschluss ist, aber dennoch zur Verfügung steht. Die Ladeanschlüsse sind ziemlich gut. Zwei USB-A-Anschlüsse teilen sich einen 15 Watt Ausgang und der USB-C-Anschluss hat einen 100 Watt starken Ausgang. Es gibt also keinen Schnelllade-USB-A-Anschluss, aber der 100 Watt PD-Anschluss macht das wieder wett, denn man kann die meisten USB-C-Laptops mit ihrer maximalen Geschwindigkeit aufladen. Das kabellose Ladepad an der Oberseite hat eine maximale Ausgangsleistung von 15 Watt. Der USB-C-Anschluss kann auch verwendet werden, um die meisten Telefone schnell aufzuladen. Das gilt für Android-Handys und auch für iPhones. Für eine preisgünstige Ladestation wie diese hätten wir gedacht, dass Blue Yeti sich mit einem 60 Watt PD-Anschluss begnügt, aber ein 100 Watt Anschluss ist überraschend und übertrifft die Erwartungen. Der Gleichstromanschluss für den Zigarettenanzünder ist vermutlich vorteilhafter als die beiden Gleichstromanschlüsse 5521, da nur wenige Geräte über 5521 Anschlüsse mit Strom versorgt werden. Unter Umständen kann man aber Laptops, die mit Gleichstrom geladen werden können, über die 5521 Anschlüsse aufladen. Wie wir bereits erwähnt haben, verfügt die EB3A über einen AC-Anschluss und eine maximale Leistung von 600 Watt. Wenn du Geräte mit einer Leistung von mehr als 270 Watt mit Strom versorgst, hält die Powerstation höchstens eine Stunde oder aber weniger durch. Das ändert aber nichts daran, wie erstaunlich es ist, dass man mit einer so erschwinglichen Energiestation Geräte bis zu einer Leistung von 600 Watt betreiben kann. Dazu wird in der Blue Yeti App der Power Lifting Modus aktiviert, der es der Stromstation ermöglicht, die Spannung zu verringern und die Stromstärke zu erhöhen, sodass die angeschlossenen Geräte denken, dass sie genug Strom erhalten, um zu funktionieren.
Die Blue Yeti EB3A Powerstation wird über den AC- oder DC-Ladeanschluss aufgeladen. Im Lieferumfang ist das AC-Ladekabel enthalten, mit dem die Powerstation mit 250 Watt aufgeladen werden kann. Du kannst die Aufladegeschwindigkeit über die Blue Yeti App erhöhen und die Turbo-Aufladung aktivieren, mit der die Powerstation mit 350 Watt aufgeladen werden kann. So praktisch es auch ist, die Powerstation mit 350 Watt aufzuladen, wir empfehlen dies nicht zu oft zu tun, da es die Batterien schneller abnutzen kann. Du solltest sie also nur im Notfall nutzen. Es gibt einen Silent-Modus, in dem die Powerstation ebenfalls mit 100 Watt aufgeladen werden kann. Der Lüfter schaltet sich in diesem Modus nicht ein. Das Fehlen eines Autoladekabels und eines Solarkabels überrascht nicht, da dies die Kosten für die Powerstation erhöht hätte. Das ausschließliche Vorhandensein eines AC-Kabels im Lieferumfang hat daher etwas mit dem niedrigeren Preis des EB3A zu tun. Eine sehr nützliche Funktion, die man bei einer Powerstation nur selten findet, ist, dass die EB3A als unterbrechungsfreie Stromversorgung USV dienen kann. Das heißt, du kannst das AC-Ladegerät an einen Überspannungsschutz anschließen, an dem du andere Geräte mit Strom versorgst, und wenn der Hauptstrom ausfällt, betreibt die Powerstation deine Geräte weiter. Natürlich musst du sicherstellen, dass die an den Überspannungsschutz angeschlossenen Geräte innerhalb des 600 Watt-Bereichs liegen. Bei der Blue Yeti tragbaren Powerstation EB3A handelt es sich um ein relativ kleines und leichtes Aggregat. Die EB3A hat eine Länge von 25,5 cm, eine Breite von 18 cm und eine Höhe von 18,3 cm. Das Gewicht beträgt nur 4,6 kg. Du kannst sie also leicht am einklappbaren Griff tragen und sie kann ohne großen Kraftaufwand überall mit hingenommen werden. Die Energiestation ist einfach zu bedienen, da sich fast alle Bedienelemente und Anschlüsse auf der Vorderseite befinden, mit Ausnahme des kabellosen Ladepads und des Griffs, die sich auf der Oberseite befinden. In der oberen rechten Ecke befindet sich außerdem eine LED-Lampe. Die LED-Lampe, der AC- und der DC-Bereich haben jeweils eine eigene Einschalttaste. Wenn du die Power-Taste für jeden Abschnitt drückst, schaltet sich das Gerät ein und das grüne Licht auf der entsprechenden Power-Taste leuchtet auf. Das Display ist eine Verbesserung im Vergleich zu einigen anderen Blue Yeti Powerstationen, da es die verbleibende Nutzungszeit und die Aufladezeit anzeigt. Natürlich erhält man auch Informationen wie Wattleistung, Eingangsleistung, verbleibende Akkukapazität und welche Bereiche der Powerstation gerade aktiviert sind. Das Tüpfelchen auf dem i ist das helle Display, das besser ablesbar ist als einige andere Displays auf dem Markt, die nicht annähernd so hell sind. Die Verarbeitungsqualität der Powerstation ist gut, die Stabilität ist solide. Das gesamte Gehäuse besteht aus Kunststoff und an der Unterseite befinden sich Gummifüße. Achte darauf, dass das Gerät nicht mit Wasser in Berührung kommt oder aus großer Höhe herunterfällt. Es handelt sich zwar um ein robustes Aggregat, aber man muss trotzdem aufpassen, dass es nicht zu Beschädigungen kommt. Bei hoher Belastung wird der Generator warm. Dafür gibt es einen internen Lüfter, der das Gerät gut kühlt. Wie bereits erwähnt, kann die Powerstation mit dem Powerlifting-Modus Geräte mit einer Leistung von mehr als 600 Watt versorgen. Dabei wird die Stromstärke erhöht, damit die Geräte, die du mit Strom versorgst, denken, dass sie genug Strom erhalten. Wenn du allerdings Geräte mit Strom versorgst, die weit über die maximale Leistung hinausgehen, schaltet sich das EB3A automatisch ab. Der Powerlifting-Modus, den du über die App aktivieren kannst, erhöht die maximale Leistung auf 1200 Watt, wodurch du eine breitere Palette von Geräten betreiben kannst. Fazit: Es handelt sich um eine leistungsfähige, aber dennoch begrenzte Stromversorgungsanlage, die sehr preiswert ist. Die 268 Wattstunden haben keine lange Nutzungsdauer, wenn du ein Gerät im 300 Watt-Bereich betreibst. Die maximale Leistung von 600 Watt und die Möglichkeit, Geräte über die maximale Leistung hinaus zu betreiben, sind jedoch eine großartige Funktion, mit der man auch Geräte mit höherer Leistung betreiben kann, wenn auch nur für kurze Zeit. An Anschlüssen mangelt es der EB3A nicht, denn sie bietet mindestens das, was andere Powerstationen auch bieten. Das mitgelieferte Zubehör ist jedoch mit nur einem AC-Ladekabel etwas dürftig. Aber auch hier gilt, dass dies der Kosteneinsparung dient. Die Blue Yeti EB3A 600 Watt Powerstation ist eine der preisgünstigsten Stromaggregate in seiner Leistungsklasse auf dem Markt. Sie bietet alles, was die meisten Anwender suchen, wenn es um die Stromversorgung ihrer Geräte und das Aufladen ihrer Akkus geht. Der einzige Kompromiss, der aber mit zu diesem niedrigen Preis führt, ist die begrenzte Stromkapazität von 268 Wattstunden, die sich stark auf die Nutzungszeit auswirken kann. Wenn du damit leben kannst, dann ist die EB3A eine ausgezeichnete Wahl.
Bei Amazon erreicht die EB3A von Blue Yeti eine Kundenzufriedenheit von 4,3 von 5 möglichen Sternen bei bereits über 750 abgegebenen Bewertungen. Der Preis der EB3A liegt zurzeit bei 400 Euro für Neuware. Warehouse-Deals haben wir zurzeit nicht gefunden, fügen aber einen Link in der Videobeschreibung ein, falls diese wieder verfügbar sein sollten. Falls du nicht weißt, was Warehouse-Deals sind, kannst du es in der Videobeschreibung lesen. Du kannst dir den Blue Yeti EB3A tragbaren Stromgenerator genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten sogleich auf die angegebenen Links unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast, und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung, die Blue Yeti EB3A Powerstation zu kaufen, helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zur EB3A Powerstation von Blue Yeti haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust.